Wir werden diesen Engi-Sektor gleich verlassen und ich kann sagen, der war super. Wir haben so viele Geschenke bekommen und konnten so viel mit den blauen Ereignissen was richten. Mit diesen blauen, ich sag mal, Fähigkeiten, die wir haben. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Faster Than Light. Was mache ich jetzt mit dem Schrott? Cockpit wollte ich ausbauen, das mache ich auch gleich. Antrieb. Raketen mehr ausweichen, dann nochmal Strom, hätten wir nur noch 30 Schrott. Ne, mal gucken, ob gleich zu Beginn des nächsten Sektors ein Laden ist. Deswegen spare ich jetzt mal und guck da. Cockpit ausgebaut, das ist gut. Vielleicht lauert hier noch ein Kampf oder halt ein Laden, mal gucken. Ausgang, was hast du zu bieten? Ah, sehr gut, Treibstoff können wir kaufen. An diesem Signalpunkt befindet sich eine Treibstoffstation. Wir können hier Treibstoff kaufen. Und zwar komplett. 6 Treibstoff für 12 Schrott. Vielen Dank für den Handel. Ich bedanke mich ebenso für dieses sehr gute Geschäft. Nächster Sektor. Zweimal rot werde ich machen. Verlassener Sektor, wieder Melanios. Dann können sie aber schon mit einer Flak 2 ankommen, sei es drum. Das müssen wir wohl überstehen. Ich brauche aber noch Raketenverbraucher. Der Krieg hat in diesem zivilen Sektor starke Spuren hinterlassen. Erst vor kurzem sind die Biosignale der letzten Überlebenden für immer verstummt. Klingt hart. Es gibt Gerüchte, dass die Lanios dafür verantwortlich sind. Ein Laden. Okay, dann fliege ich jetzt drumherum und spare eben für diesen noch. 1, 2, 3, 4, 5. Dann sind die Rebellen aber bestimmt schon da. Erstmal nach unten. Wir sind zwar gerade ganz gut mit den Waffen, aber... Oh, nee, das mache ich nicht. Ein Lanios-Händler ruft dich. Sein Übersetzer scheint sehr viel besser zu sein, wenn du... Denn du verstehst ihn ohne Probleme. Metallmenge mehr als ausreichend. Hat ihr Schiff Interesse, Ressourcen gegen Metall zu tauschen? Nein, denn wir brauchen die Drohnenteile doch schon selbst. Wir haben jetzt nicht übermäßig viele. Hätten wir 31 Drohnenteile, wäre es was anderes. Und das kostet uns 32 Schrott. 4 Drohnenteile, wir bekommen bloß 27. Nein, aber nach dem Übersetzer fragen. Wenn es gut läuft, können wir den an die Lanios-Forscher verkaufen. Dann bekommen wir was Dickes. Hoffe ich. Ja, gute Qualität. Unser Schiff hat Überschuss. Ach so, Interesse an Kauf? Den Übersetzer für 40 Schrott kaufen. Wir sind zu Beginn eines Lanios-Sektors. Mal gucken, was der noch macht. Wir kaufen auf jeden Fall. Oh. Du dockst am anderen Schiff an und bist ziemlich überrascht, als der Lanios vor dir steht, mit dem du gesprochen hast. Scheinbar handelt es sich bei dem Übersetzer um einen Lanios, der deine Sprache gelernt hat. Das ist ja cool. Jetzt haben wir einen Übersee-Lanius? 40 Schrott und er kann reparieren. Er verbraucht aber auch Sauerstoff. Aber so richtig. Wie heißt der denn? Übersee. Ach, Übersetzer. Ach so, klar. Ach, das ist lustig. Wenn wir den verkaufen, verkaufen wir unseren Übersetzer. Ah, Sauerstoff. Ab zu den Kameras mit dir. Da war eigentlich Jones mal. Jones ist Chef der Krankenstation. Nee. Ich glaube, ich lasse ihn hier stehen, oder? Wobei Kapalka ist der, der nah kämpft. Den könnte ich eher mittiger platzieren. Weil dann wärst du weiter weg, falls hier hinten Reparaturnot herrscht. Du bleibst da hinten einfach stehen. Jo. Jetzt habe ich Schrott ausgegeben und wollte eigentlich groß einkaufen. Aber wir kriegen bestimmt noch genug Schrott zusammen. Ein Kampf, dann hat sich das wieder. Eine Lanze kostet 65, eine Gedankenkontrolle 75, Hacking 80. Hacking haben wir schon, aber nochmal zum Verdeutlichen, wir brauchen jetzt nicht übermäßig Schrott. Klar, vielleicht noch Waffensystem ausbauen, aber erstmal Waffe kaufen, das ist wichtiger. Notfall, wir kommen. Mit Übersetzer.
Grenzpolizei? Bestimmt nicht. Ah, sind Piraten, weil die verschiedene Leute an Bord haben. Dein Cockpit leuchtet vor lauter Warnsignalen hell auf. Du wirst von einem Schiff in unmittelbarer Nähe ins Visier genommen. Der Notruf war nur ein Köder, um ahnungslose Schiffe in Waffenreichweite zu locken. Du machst dich kampfbereit. Zwei Drohnen. Ein 5er Schussball, Schnellverlaser 3 und einen kleinen Laserstrahl. Okay, sobald wir den Superschild weg haben, hacken wir. Bing. Ah, oh, die haben auch noch einen guten Antrieb. Okay, die Lanze muss auf jeden Fall was machen. Die trifft ja immerhin auch garantiert. So, er schießt gleich groß. Ne, dauert noch ein Stück. Weil wir müssen davor ausweichen können. Lanze schon mal ansetzen. So, wir könnten jetzt schon das Cockpit treffen. Dann machen die vorübergehend Reparatur. Ja, das machen wir, weil... Na, du bist schon gelb, aber... Dann haben wir mal geschossen. Dann sind die vielleicht noch beeinträchtigt und... Bis die Lanze bereit ist, sind die Waffen eh wieder bereit. Insofern schießen wir. Ja, aufs Cockpit. Der stirbt eh nicht durch Beschuss. Ich weiß nicht, wer wie gut reparieren kann. Ich gehe noch auf die Schilde. Nö. Der wird das wieder repariert haben in 10 Sekunden, also insofern ist es eigentlich egal. Wir müssen gleich vor ausweichen, das können wir jetzt schon machen. Wir verfehlen auch. Er verfehlt aber auch sehr gut. Schön. Die nächste Salve wird für ihn hoffentlich ekelhaft werden. So, wir gehen auf das Cockpit, damit die vielleicht gleich mehrere Systeme reparieren müssen. Wobei, ich gucke mir erstmal an, wo ich mit der Lanze ansetze. Vielleicht gehe ich ja mit der Lanze von hier oben nach runter, nach unten zu den Waffen. Nee, ich werde so gehen. Schilde, Waffen und ja. Dann können die auf das Cockpit gehen. Die Abwehrlaser. Das feindliche Schiff scheint seinen FTL zu starten. Es versucht zu fliehen. In 17 Sekunden sind die eh nicht weg. Zumal die gerade niemand beim Cockpit haben, also verzögert. Genau, da steht sie auch. Die haben ein Zweier-Cockpit. So, ihr werdet bereit, ihr drei. Na dann, sorgt ihr dafür, dass hier gar nicht mehr aufgeladen wird. Dann hacken wir ja doch gar nicht. Sie bieten dir einen Teil ihrer Fracht an. Ein Teil ist schlecht. Wenn du sie am Leben lässt. 3x Treibstoffen drunter und 24 Schrott, das ist zu wenig in Summe für diesen Sektor. Umgerechnet sind das 32 plus 9, 41. Nö. Der nächsten Salve Abwehrlaser sind die eh im Eimer. Aber die Lanze kommt zuvor. Kommt davon. Nur ein Teil anbieten. 42 Schrott damit schon. Zwei Raketen und zweimal Treibstoff. Gut. Und Pulsar. Oh, ein Dreierschild. Nahe einem Pulsar befindet sich wohl eine Art Forschungsstation, aber es ist schwer zu sagen, da die Hälfte davon eingeschmolzen wurde. Punkt, das Lanius-Schiff, das sich die Station vorgenommen hat, wendet sich dir zu. Oh, 4 Schüsse durch schwere Laser. Nicht verkehrt, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie durchkommen, ist nicht gerade groß. Einmal ausweichen und die machen gar nichts. Außer der Pulsar macht was. Ich glaube, ich werde aber auch nochmal sicher gehen und hacken. Ich brauche unbedingt einen Raketen in Drohnenumwandler. Mal wieder. Wollen wir die jetzt schon hacken und dann mit dem Abwehrlaser? Ne, wir warten, bis alle bereit sind, oder? Der Pulsar, der kommt kurz nach der Lanze. Ja, wir warten.
Womöglich schießen die eh einmal vorbei. Aber ich kann ja schon mal was rüberschicken. Dann sehen wir, wie viele Balken die haben. 5. Entschuldigung, 7. Voll verzählt. Wir müssen schon längst hacken, Mist, das war zu spät. Ist ja ein Dreierschild. Das ist nicht gut getimed, oder? Lanze? Die ist jetzt entscheidend. Ja, etwas zu spät, Gag. Keine Waffen bei ihm, alle Waffen bei uns. Und Hacking macht noch was. Ja, wunderbar für uns, oder? Schild, Schild. Nein. So, und da was. Und da was. Türen sind Quatsch, Antrieb. Und Lanze nimmt 4 Räume mit. Gehen noch mehr? Nee. Türen. Lieber so. Nö. 4 Räume, die sie reparieren müssen, so. Hätte ich gleich so machen können. Tschüss, Lanius. 5 Raketen, guckt mal auf unser Lager. Wir haben keine Raketen, die wir wegschießen können. Das Lanius-Schiff ruft dich, aber dein Übersetzer hat Probleme. Quatsch, ihr Problem hat Übersetzer. Dort verhindern, wir haben immerhin 40 Schrott dafür bezahlt. Gnädig, bedauern. Du vermutest, sie wollen sich ergeben. 5 Raketen, drunter 23 Schrott, ist mir zu wenig. Umgerechnet ist das zwar schon was, aber ich kann es halt nicht gebrauchen, die Raketen. Wobei, ich hätte einen Verbraucher, aber ich komme gerade mit den Waffen sehr gut klar, damit bin ich sehr zufrieden. Umgerechnet sind das einfach nochmal pro forma 31 plus 30, 61 Schrott. Ein Appetizer muss treffen. Und aus die Maus. Jetzt macht der Pulsar aber was. 4 Systeme, die Waffen bleiben, sind gerade ionisiert. 53 Schrott, ja wunderbar. Ein Drohnenteil, das bleibt und einmal Treibstoff. Umgerechnet 61, 64 Schrott. Sehr gut. Also mit dem letzten Sektor haben wir ganz viel Schrott bekommen und gerade sieht es sehr vorzüglich aus. Sprung zum Laden. Nö, wir nehmen noch einen Punkt mit. Wir müssen ja uns immerhin noch reparieren. Ja, wir könnten die Pegasus-Rakete verkaufen. Aber vielleicht sollte ich die behalten, weil Verbraucher. Mal gucken. Einige Flüchtlingsschiffe bereiten sich auf die lange Reise in einen anderen Sektor vor. Sie berichten, dass sie von einigen Lanius-Militärschiffen eingekreist und ihre FT-Antriebe gehackt wurden. Glücklicherweise zogen die Lanius nach einem kurzen Scan der zivilen Schiffe weiter und ließen sie etwas zerstört zurück. Sehr informativ. Hallo Laden. Bist du geil oder ungeil? Ein großes Transportschiff mit wieder 4 Text, das gerade einer Wartung unterzogen wird, meldet sich bei dir. Ich grüße Sie, mein Freund. Wir verschwinden aus diesem Sektor, sobald unser Kühlsystem repariert ist und ich empfehle Ihnen das Gleiche. Ich rechne jederzeit damit, dass diese verfluchten Metallfuzis kommen und unser Schiff einschmelzen wollen. Wir trennen uns gerade von unserem Inventar. Wollen Sie vielleicht etwas kaufen? Großes Transportschiff, da müssen die doch 2 Seiten haben. Jo. Oh, geil, Neonbombe. Hallo! Höllenrakete, 2 Raketenverbraucher. Benötigt 2 Energie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also entweder Ionbombe oder Höllenrakete. Oder ein Abwehrlaser weg, 2 Abwehrlaser noch da. Ach nee, wenn ich die beiden einsetzen will, müssen ja 2 verschwinden. Schon wieder Drohnensteuerung. Und schon wieder was gratis. Seite 2. Nee, Crew brauche ich nicht. Und Drohnenkram sowieso nicht. Also die Ionbombe ist auf jeden Fall gekauft. Da wird auf jeden Fall die Pegasus-Rakete verkauft, ja. Höllenrakete. 2 Energie. 2er Schaden und 2er Schaden bei Räumen ohne System. Ein Höllenbrecher, deswegen heißt es halt Höllenrakete.
Also Höllenbrecher im Sinne von doppelter Schaden bei Räumen ohne System und relativ hoher Schaden dann mit 4. Schafft das mal. Mehr mit einer Rakete. Hallo. Tschüss. Kaufen. 130. Ich werde einen Abwehrlaser verkaufen müssen, weil die Ionenbombe ist mir wichtiger. Wobei, die 3 sind schon schnucklig. Die 4 waren ja schon nicht verkehrt, aber die musst du irgendwann loswerden, ansonsten kommst du durch 3er-Schilde nicht. Ohne Hacking. Ich verkaufe den mal noch nicht. Ich nehme dich mal raus. Du kommst auf jeden Fall ganz vor. Entschuldigung. 2er-Schild weg, wenn wir voll treffen. Ionenbombe kann 2 Schildpunkte wegmachen. Wäre ein 4er-Schild weg. Lanze kann dann maximalen Schaden machen. Und werden immer noch Hacking. Ist nur 10 Schrott. Wir kriegen bestimmt noch einen Laden. Ich behalte den erstmal. Wobei, wozu? Die Ionenbombe ist sowas von Gold wert. Ist ein Raketenverbraucher und der beste, den ich mir vorstellen kann. Lieber jetzt 10 Schrott weg. Halt, laden. Ist langsam, wenn das weniger bei Laser. Also die 4 ist schon was Tolles. Aber irgendwann müssen die ausgetauscht werden. Es wird auch rosa hier. Uiuiui. Schiff investieren. Hier einen Puffer haben, ja oder nein? Lieber erst mit dem 4. Schildpunkt. Hacking Stufe 3 noch nicht. Antrieb. 42% ausweichen. Die beiden kommen ja noch zum... Nee, du bist schon gelb. Ihr seid beide schon gelb. Nee, oder? Zoltan? Noch nicht ganz. Dann hätten wir 45% ausweichen, wenn wir den Antrieb noch einmal verbessern. 240 Schrott. Erstmal so, den Rest sparen wir für 4. Schildpunkt. Genauso machen wir es. 140 Schrott ist jetzt noch vonnöten. Alle Waffen einsatzbereit. Und bei Bedarf können wir 42% ausweichen haben. Klingt gut. Jetzt mal etwas Land gewinnen. Also zwei meiner... Von meiner Lieblingswaffenaufstellung habe ich schon 2. Lanze und die Ionenbombe. Super. Zwischen den Wracks mehrerer Lanius-Schiffe entdeckst du ein verbessertes Piratenschiff. Es ruft dich. Diese Penner glauben, sie könnten einfach so in unseren Sektor einfallen. Eine Unverschämtheit, oder? Naja, sie wissen ja sicher, wie das hier läuft. Also, dann mal los. Dicke Rakete, ja, braucht lange, braucht bestimmt länger als unsere Lanze. Aber nur ein 2er-Schild, den kriegen wir klein. 4er Ionenschaden. 2er-Schild weg. Jetzt werden wir auf die Waffen schießen, hoffentlich dicke Rakete weg. Ich würde die ja ganz hinten anstellen, aber naja. Ich werde mal nicht hacken. Ah, die Ionenbombe braucht natürlich zu lange, um Vorarbeit für die Everlaser zu leisten. Ich brauche einen Waffenvorzünder. Oh, die Rakete leuchtet schon. Okay, wir müssen gleich vorausweichen. Lanze gleich bereit. Ist aber eine lange Rakete. Passt die da überhaupt komplett rein? Ohne rauszugucken, weil die guckt ja nicht raus. Wenn sie nicht gerade rausguckt, weil sie losfliegt. Ist egal, wo ich hinschieße, denn 2er-Schild, 2 Schüsse. Mist, ein Schuss ging daneben.
gerade noch rechtzeitig, Rakete bei ihm aus. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass wir Hacken einsetzen, ist jetzt eher größer, weil wir, wenn es blöd kommt, ja, ein Schuss geht daneben, nur noch einen Schildpunkt wegbekommen und die Ionenbombe braucht halt. Aber okay. Mir wäre es noch lieb, wir bekommen noch einen Schnellvorlaser 2. Und vielleicht noch eine zweite Ionenbombe. Nee, aber Schnellvorlaser 2 würde ich mir noch wünschen. Oder eine Gläfe. Nee. Na wobei, dann müssten wir immer Hacking einsetzen. Nee, das wäre nicht gut. Schnellvorlaser 3 wäre gut, dann hätten wir hier 4 Schuss. Könnten in der Theorie einen 4er-Schild runterbekommen. Und müssten nur noch einmal Energiewaffensystem verbessern. Ja. Schnellvorlaser 2 wäre die Krönung. Aber mal abwarten. So, was machen wir jetzt? 2 Schüsse. So. Ich spar mal, weil der Gegner sieht nicht mächtig aus. 4 Schüsse. Ach, trifft ihn nicht komplett. Ich warte auf die Lanze. Einmal verfehlt, nicht getimed. Jetzt kommt noch ein Schuss. 3er Schild, fast wieder da. Verfehlt. Nicht so schlimm. Die Lanze kann ja hier Vorarbeit leisten beim Schildsystem. Der Schildpunkt bleibt, aber die haben wieder ordentlich zu tun. Und haben noch weniger Waffen im Einsatz. Nein, immer noch 3. Oh, getimed aber. Komm nicht durch. Gut, jetzt sind sie im Eimer. Weil wir 8 Hüllenpunkte wegnehmen. Und abhauen wollen sie noch. Und schon wieder Raketen. Kapitulieren wollen sie. Sie schicken dir eine Nachricht. Ihr Schiff ist überraschend gut ausgerüstet. Nehmen Sie das hier. Ah, nee. Ihr Schiff ist überraschend gut ausgerüstet. Nehmen Sie das hier bitte an und lassen Sie uns leben. Umgerechnet, das machen wir noch, aber wir sagen nö. 38 Schrott plus 18 macht 56. Womöglich bekommen wir schon mehr Schrott. Nur an Schrott. So viele Waffen gehen weg. Ja, 56. 2 Raketen und 2x Treibstoff. Also immer noch mehr als genug Raketen. 131. Fein, fein. Kein Laden. Und wir fliegen in der nächsten Folge weiter. Und bis dahin, macht's gut. Und tschüss.